urinieren in Regale eines Bautzener Supermarktes. Das Land Bremen verteilt wegen vermehrter sexueller Übergriffe Bordellgutscheine an Geflüchtete. Muslim bricht Toilette aus der Wand und wirft diese aus dem Fenster, weil vorher ein Ungläubiger drauf gesessen hat. Manche Meldungen sind so absurd, dass man schnell an ihrem Wahrheitsgehalt zweifelt. Generell gilt aber, ist ein Gerücht in der Welt, verteilt es sich blitzschnell und ist kaum mehr aus den Köpfen zu löschen. Das Internetprojekt HoaxMap, übersetzt Karte der Falschmeldungen, will das schaffen. Mit gesammelten Fakten die Gerüchteküche ausbremsen. Auf einer Karte sind inzwischen über 250 Meldungen verortet und nur einen Klick entfernt werden sie widerlegt. Entsprechende Dokumente, Polizeistatements, Faktenchecks sind dazu verlinkt. Neben der Verortung sind die Gerüchte kategorisiert, sodass sichtbar wird, dass Flüchtlingen vor allem Diebstähle und Vergewaltigungen in die Schuhe geschoben werden. Die HoaxMap-Idee stammt von der Leipzigerin Caroline Schwarz und einem ihrer Freunde. Über Twitter können User mithelfen, die Karte ständig zu erweitern. Cholera-Ausbruch in Halberstadt, ein einfacher Klick auf die HoaxMap zeigt, dass das Blödsinn ist.